Ich habe lange gezweifelt am Anfang, ob ich es wagen soll, neben Kindern, neben anderen Projekten, so ein großes eigenes Projekt zu starten. Aber es ist ein Herzensprojekt und deswegen klappt es. Und ich kriege ganz viel Motivation über meine Kinder, über meinen Mann, über die Familie, über Freunde. Und so viel positives Feedback weltweit bringt mich dazu, noch mehr zu machen und noch kreativer zu sein und neue Sachen zu entwerfen. Seven Cards ist eine Papeterie mit jüdischen Motiven. Ich habe die Nische entdeckt. Ich habe mich jahrelang geärgert, dass ich keine schönen Grußkarten gefunden habe, die meinem Stil entsprechen. Und dann habe ich mir gedacht, dann mache ich das einfach selber. Und habe begonnen, selber zu entwerfen und habe selber begonnen, eine Druckerei hier zu suchen in Frankfurt. Mir war es ganz wichtig, dass es eine Frankfurter Druckerei ist. Es wird alles handgestanzt, handgeprägt. Ich habe mich in die Druckmaschinen verliebt, als ich die gesehen habe. Ich liebe das Roségold der Folie. Ich liebe die Qualität des Papiers. Und somit entstehen jedes Jahr ungefähr 15 neue Designs. Und ich muss gar nicht viel tun. Es kommt jedes Mal, nachdem ich ein Design fertig habe, kommt jedes Mal das nächste Design schon in meinem Kopf. Die Idee dahinter war aber, kleine, schöne, ästhetische Produkte, die den Menschen verzaubern.